Vorsicht vor Fake-Angeboten auf Amazon. Immer wieder kommt es vor, dass Marktplatzanbieter gehackt werden und auf einmal ganz beliebte Produkte unrealistisch günstig anbieten. Wir zeigen dir, wie du solche Fakes erkennst und erklären dir, warum du da auf gar keinen Fall bestellen solltest. Das Thema begleitet uns leider schon sehr lange auf MyDeals und Amazon scheint es einfach nicht in den Griff zu bekommen. Gerade kurz vor großen Shopping-Events wie dem Black Friday passiert das gerne gehäuft, dass Marktplatzanbieter gehackt werden und dann Produkte unrealistisch günstig anbieten. Kurz mal aus dem Nähkästchen geplaudert, alleine vom 1. bis 3. November letzten Jahres hatten wir 23 Fake PS5-Angebote, die kurzzeitig auf MyDeals live gingen und dann aber natürlich direkt von unserer Moderation wieder rausgefischt wurden. Was genau ist der Hintergrund der Sache? Marktplatzanbieter werden gehackt, also Anbieter, die über Amazon ihre Ware anbieten, haben auf einmal keinen Zugriff auf ihren Account mehr, beziehungsweise jemand anders hat Zugriff auf den Account und tauscht ihr komplettes Produktsortiment aus. Und da kann es dann beispielsweise vorkommen, dass der kleine Schreibwarenladen um die Ecke, der normalerweise Stifte verkauft, auf einmal hochwertige Fernseher anbietet oder dass die Online-Apotheke plötzlich Waschmaschinen verschickt. Erfahrungsgemäß trifft es da vor allem eher die kleineren Accounts und ich nehme einfach mal an, weil da wahrscheinlich die Sicherheitseinstellungen nicht ganz so extrem sind wie bei größeren Accounts, wo vielleicht da ein bisschen mehr drauf geachtet wird. Wenn es mal größere trifft, und das kann durchaus vorkommen, dann ist der Schaden natürlich umso größer, gerade wenn das Produktsortiment, was die normalerweise anbieten, sich dann auch gar nicht so großartig davon unterscheidet. Und an der Stelle sei darauf hingewiesen, das kann auch auf anderen Marktplätzen passieren. Wir hatten in der Vergangenheit zum Beispiel einen Fall, wo der eBay-Account von Konrad gehackt wurde und wenn da dann natürlich Elektronik günstig angeboten wird, dann könnte man irgendwie denken, ja, vielleicht haben die jetzt Sale oder gegebenenfalls auch einen Preisfehler und da gehen dann natürlich deutlich mehr Bestellungen raus, als wenn man irgendwie sieht, ja, ein Laden, der normalerweise nur CDs verkauft, verkauft plötzlich teure Kameras. Und genau so einen Fall haben wir auch gerade ganz aktuell gehabt, ist auch der Grund, warum wir das Video jetzt machen, denn der Händler namens Plattenkiste wurde auf Amazon gehackt. Und der Name sagt bereits auch eigentlich, was der normalerweise anbietet, denn ja, es sind halt Platten bzw. CDs, also kurz gesagt Musik. Von einem Tag auf den anderen waren da aber plötzlich auch diverse Fernseher, vor allem von Samsung, vertreten. Und wenn man sich da die Preise so ein bisschen angeschaut hat, dann könnte man schon stutzig werden, denn das waren glatte Preise. Das heißt, irgendwie ein 55 Zoll Fernseher dann für glatt 300 Euro. Das ist alleine schon sehr ungewöhnlich, denn normalerweise nehmen Händler ja immer irgendwie so psychologische Preise wie 299, 95 oder irgendwie sowas in die Richtung. Das ist so ein erster kleiner Indikator, wo man sagen kann, wenn so ein Preis super glatt ist, erstmal vorsichtig und erstmal genauer hingucken, wer ist denn überhaupt dieser Anbieter. Ist natürlich auch nicht das einzige Indiz, denn das könnten die Betrüger natürlich relativ schnell auch anpassen, gerade wenn sie jetzt das Video hier gesehen haben und sich denken, gut, dann mache ich halt auch in Zukunft 299,95. Die Frage, die sich jetzt stellt, wie werden Leute überhaupt auf diese Angebote aufmerksam? Denn ich zum Beispiel gehe halt nicht hin und gucke mir beim Händler Plattenkiste an, ob der zufällig gerade Fernseher verkauft. Da kommen Preisvergleichsportale wie beispielsweise Idealo ins Spiel. Denn relativ viele Leute, die gehen hin und haben ein bestimmtes Wunschprodukt und erstellen sich da einen Deal-Alarm für. Wenn der Fernseher, den ich kaufen möchte, eine gewisse Schwelle unterschreitet, sagen wir von mir aus, unter 400 Euro zu haben ist, dann schicke mir bitte eine E-Mail, damit ich mir das Produkt näher anschauen kann. Und das wird in diesem Fall mit Sicherheit auch passiert sein. Zusätzlich noch gibt es auch auf Idealo selbst einen sogenannten Schnäppchenfilter. Das heißt, wenn man noch nicht ein konkretes Modell im Kopf hat, sich vielleicht auch keinen Alarm gesetzt hat, aber sich denkt, ich könnte jetzt gerade mal einen neuen Fernseher gebrauchen, geht man in die Fernseherkategorie, hakt diesen Schnäppchenfilter an, filtert sich das noch so ein bisschen zurecht mit der Größe und mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegt man dann in dem Moment, wo da so ein gehackter Account irgendwo existiert, diese Angebote ganz oben präsentiert, weil da halt die Ersparnis sehr hoch ist, irgendwie 30% oder so. Und das war auch in diesem Fall so, denn die ersten 4 Angebote, die einem angezeigt werden bei Samsung-Fernsehern, sind allesamt Fake. Und woran erkennt man jetzt, abgesehen von dem Namen des Händlers und von der Tatsache, dass der Preis glatt ist, dass es sich um ein Fake-Angebot handeln muss? Da gehen wir mal hin und schauen uns mal den Preisverlauf an. Wenn wir zum Beispiel den 85 Zoll Fernseher sehen, dann ist der mal eben 3000 Euro günstiger als normalerweise im Preisverlauf. Natürlich, es kann immer mal auch ein Angebot geben, was dann wirklich auch vergleichsweise gut ist, aber 3000 Euro sind unrealistisch hoch als Ersparnis. Im Falle von dem 55 Zoll Fernseher muss ich aber gestehen, da finde ich sogar noch ein bisschen gefährlicher, weil da war die Preisdifferenz nicht ganz so krass. Wenn jetzt ein Fernseher plötzlich 200 Euro günstiger ist als normalerweise, der halt ohnehin schon eher mittelpreisig ist, dann könnten Leute denken, okay, ist jetzt ein Abverkaufspreis, dann bestelle ich doch mal. Ich erkläre euch gleich, warum ihr das trotzdem auf gar keinen Fall machen solltet. Und an der Stelle entsteht dann auch die Brücke zu MyDeals, denn relativ viele Leute haben sich solchen Benachrichtigungen gesetzt oder durchsuchen halt Idealo mit dem Schnäppchenfilter und denken sich dann, okay, komm, teile ich mal schnell auf MyDeals. Man kann es ja mal
mal probieren. Und ich habe euch jetzt hier mal die gelöschten Deals eingeblendet. Die seht ihr natürlich normalerweise nicht. Und der Dealersteller kriegt nicht einfach nur kommentarlos seinen Deal gelöscht und weiß nicht, was los ist, sondern er kriegt auch eine Löschnachricht. Und da steht dann drin, hey, wir haben das gelöscht, weil wir den Verdacht haben, dass es sich um ein Fake-Angebot handelt. Und da wird auch verwiesen auf eine Diskussion, die ich euch ebenfalls ans Herz legen möchte. Haben wir natürlich auch unten verlinkt. So, jetzt zur elementaren Frage. Wie genau funktioniert überhaupt der Betrug? Denn dass da keine Ware kommen kann, das ist eigentlich relativ klar. Aber was genau hat denn der Verkäufer davon, beziehungsweise der Hacker? Denn es gibt ja die Amazon A bis Z Garantie und da sollte man ja meinen, da ist man dann abgesichert. Also wenn man merkt, es kommt keine Ware, dann macht man halt einen Fall auf und dann kriegt man sein Geld wieder erstattet von Amazon. So einfach ist es leider nicht. Das ist grundsätzlich auch korrekt, aber nur solange ihr euch auch an die, ja ich sag mal, die Bedingungen von Amazon haltet. Und genau da fängt der Betrug an, denn Masche 1, der Betrüger geht hin und schickt euch, unabhängig von der eigentlichen Bestellung, die über Amazon aufgegeben wurde, eine E-Mail, wo irgendwas drinsteht nach dem Motto, ja, sorry, wir mussten Ihre Bestellung stornieren, bitte überweisen Sie uns das auf ein Konto. Und wenn ihr euch das mal ein bisschen näher anschaut, in vielen Fällen wird das irgendein Konto im Ausland sein, das erkennt ihr an den ersten zwei Stellen der IBAN. Aber unabhängig davon, also selbst wenn es jetzt ein deutsches Konto wäre, auf gar keinen Fall überweisen, denn in dem Moment, wo eine Überweisung rausgegangen ist, ist es schwierig bis wirklich unmöglich, die wieder zurückzuholen, gerade wenn das Ausland involviert ist. Also nie irgendwas unabhängig von Amazon überweisen. Alles bitte nur über die Zahlungsabwicklung von Amazon direkt machen. Jetzt könnte man natürlich immer noch sagen, ja, okay, solange ich da nicht überweise, kann ich es ja trotzdem mal probieren. Also vielleicht ist es ja doch irgendwie ein Preisfehler und ich habe dann Glück und im Zweifelsfall bin ich abgesichert und reagiere halt einfach nicht auf die E-Mail. Und da sage ich euch ganz klar, macht das bitte trotzdem nicht, denn die zweite Masche, die ist noch deutlich gefährlicher. Da ist es nämlich so, da bekommt ihr Ware, aber die bekommt ihr nicht von dem gehackten Account. Und das Ganze funktioniert so, der Betrüger geht hin und bestellt dann auf euren Namen, also er kriegt ja eure Daten übermittelt von Amazon, bei irgendeinem anderen Händler genau das Produkt, was ihr bestellt habt. Lass es jetzt meinetwegen eine teure Kamera sein. Da geht er dann hin und sucht sich das irgendwo bei Otto oder so raus, wo er auf Rechnung bezahlen kann. Und das ist genau das Wichtige an dieser Stelle, denn er leistet natürlich keine Zahlung. Er bestellt das auf euren Namen, es wird zu euch geschickt und es liegt im Zweifelsfall im Paket noch eine Rechnung bei. Vielleicht kriegt aber auch der Betrüger die an seine E-Mail geschickt und ihr seht davon gar nichts. Und wenn ihr nicht irgendwie den Absender kontrolliert und dann feststellt, Moment mal, ich habe doch bestellt bei Plattenkiste, kriegt jetzt aber ein Paket von Otto, aber irgendwie ist da auch das gleiche Produkt drin, dann merkt ihr das möglicherweise gar nicht. Ja, und irgendwann merkt ihr es halt schon, denn nach ein paar Monaten oder so kriegt ihr dann irgendwann mal Post von Otto, die sagen, sag mal, wo ist denn eigentlich unser Geld? Und dann werdet ihr aus allen Wolken fallen und euch denken, Mensch, ich habe die doch über Amazon bestellt. Und ihr merkt es schon, das wird eine ziemlich lange Sache, das dann wieder auszuräumen. Ne? Letztlich seid ihr natürlich im Recht, ihr habt ja keine Bestellung aufgegeben bei Otto. Also Otto ist letztlich auch derjenige, der betrogen wurde. Aber das dann erstmal wieder auszuräumen, da dann irgendwie die Polizei mit einzuschalten. Im Zweifelsfall ist noch ein Inkasso-Unternehmen irgendwie mit involviert, was das Geld bei euch eintreiben soll. Also da habt ihr dann wirklich richtige Probleme, wo es schon in den strafrechtlichen Bereich geht. Natürlich auch für den Betrüger. Amazon ist auch noch betrogen. Das heißt, wir haben drei betrogene Parteien, also sowohl euch als auch Amazon, als auch den Händler, bei dem dann die Bestellung aufgegeben wurde. Und nur der Betrüger, der ist fein raus. Und an der Stelle muss ich mich ganz ehrlich fragen, warum macht Amazon da nichts gegen? Und die Frage kann ich nicht so wirklich beantworten, denn man muss leider sagen, diese Fälle kommen immer wieder vor. Das haben wir über die letzten Jahre gesehen. Es ist immer zu gewissen Events gehäuft. Black Friday oder zum Prime Day jetzt gerade wird es wahrscheinlich auch wieder passieren. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Amazon da nicht hinterherkommt. Wir sehen natürlich nicht die ganzen gehackten Accounts, die sie vielleicht irgendwie direkt rausziehen, weil da irgendwelche Algorithmen greifen. Trotzdem sehen wir aber, wenn was durchkommt, dann ist es verhältnismäßig lange online. Und auch in diesem Fall bei der Plattenkiste, der war eine Woche lang online. Und da frage ich mich, Amazon, da läuft doch irgendwas falsch bei euch. Da werden euch doch bestimmt hunderte Kunden gemeldet haben, dass das Fake-Angebote sind. Und auch bei uns in den Kommentaren wurde tatsächlich von Fällen berichtet, wo es an Amazon weitergeleitet wurde und wo dann die offizielle Rückmeldung kam von irgendeinem Service-Center-Mitarbeiter. Ja, wir haben uns das angesehen, keine Auffälligkeiten, passt schon so. Und notfalls sind sie ja abgesichert über die Amazon A bis Z-Garantie. Also genau das, was eben nicht ausreichend schützt vor solchen Betrügereien, wie sie inzwischen stattfinden. Aber die Kritik, die geht nicht nur an Amazon, sondern die geht auch an Idealo. Denn, liebe Leute bei Idealo, wie kann das denn sein, dass so ein Fake-Angebot für einen Fernseher, der unrealistisch günstig ist, auch noch prominent auf eurer Startseite auftaucht? Führt doch bitte wenigstens eine Möglichkeit ein, solche Angebote auch zu melden. Denn wenn wir mal rüberschauen zu den Kollegen bei Geizhals, da gibt es auf jeder Produktseite die Möglichkeit, da irgendwas zu melden. Sei es eine falsche Beschreibung oder natürlich auch, wenn ein Produkt fake aussieht, dass sich das mal jemand persönlich anguckt. Und dann kommt es halt im Zweifelsfall vor, dass über mehrere Tage so ein Angebot auf der Startseite steht. Die Leute denken, das wird schon irgendjemand gecheckt haben, das ist ja bestimmt eine manuelle Auswahl. Die gehen drauf, die bestellen, die gucken gar
gar nicht mehr, wer ist denn der Händler? Ja, und dann ist das Geheule am Ende groß. Also da sind mehrere Parteien auch involviert, die da einfach ja, versagen, wenn es um solche Sicherheitsmaßnahmen geht, muss man leider so sagen. Informiert auch gerne Familie und Freunde über dieses Problem, denn gerade Online-Shopping-Unerfahrene fallen da wirklich tagtäglich drauf rein und haben dann mit massiven Problemen zu kämpfen. Also lasst gerne mal dem Video einen Daumen da für den Algorithmus, schickt es auch gerne weiter und folgt natürlich auch gerne dem Kanal und läutet die Glocke.